Ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ihr seht, wir sitzen gerade draußen bei Kaffee und Kuchen und gucken ein bisschen, was unsere Tierchen so treiben. Und das gibt es auch diese Woche ein bisschen mehr zu sehen. Da gibt es nämlich auch wieder noch ein paar Neuigkeiten. Ja, ansonsten geht es natürlich auch ein bisschen im Haus wieder weiter. Und ihr kennt das Spiel, das wollen wir euch nicht vorenthalten. In dem Sinne, auf geht's, Feuer frei. Viel Spaß dabei. Damit es hier aber erstmal so richtig weitergehen kann, war es mir ein großes Anliegen, wieder ein bisschen Ordnung zu machen in der Bude. Das ist sowieso eine unerlässliche Sache auf einer Baustelle, meiner Meinung nach, dass man nicht komplett im Chaos versinkt. Und außerdem ist es gut fürs allgemeine Wohlempfinden, wenn wenigstens ein bisschen Ordnung ist in der Bude. Und vor allem, ich habe ja jetzt um die ganzen Fenster ringsherum dieses Holzweichfaserzeug da noch abgeraspelt gehabt letztens. Und die ganzen Reste davon, die wollte ich doch mal noch gerne entfernt wissen. Und ja, die habe ich hier gleich am Anfang alle bitte schön händisch eingesammelt und dann noch mit einem Staubsauger beräumt, damit auch wirklich nicht übrig bleibt. Ich meine, da ist zwar am Ende Dreck unter den Dielen, aber ich will, dass der halbwegs sauber ist. Also wirklich nur Sand. Und Kehricht, keine Ahnung, aber nicht dieses Zeug da in ganz feiner Ausführung, dass es irgendwo in der Gegend rumfliegt oder so. Ich finde das total herrlich, wenn hier abends die Sonne reinscheint. Es macht ein richtig schönes Licht. Vor allem, wenn es dann Sonnenuntergang wird und alles so rot angehaucht ist. Wunderbar. Ja, jetzt ist hier auf jeden Fall erstmal soweit Ordnung, dass es ja dann bald mit dem nächsten Schritt weitergehen kann, nachdem ich die Fenster soweit fertig habe. Dieses ganze Holzweichfaserzeug ist zwar normalerweise ungefährlich, aber wir haben das ja schon einmal in den Kommentaren ausgewertet gehabt. Also da ist wahrscheinlich Borsalz drin, so als Brandhemmer und vor allem damit es nicht schimmelt. Ja, und das reizt natürlich auch ein bisschen die Atemwege. Deswegen bin ich hier auch permanent mit Maske unterwegs, wenn ich mit dem Zeug zu tun habe. Man sieht das relativ schlecht, hin und wieder ist mal so ein bisschen Staub in der Luft zu sehen. Aber wenn du da wirklich live drin stehst, dann ist das ein ziemliches Geflimmer da in der Luft. Und naja, ist auch kein Wunder. Ich meine, wenn du jetzt irgendwelchen Dreck einatmest, egal was es ist, es reizt halt immer irgendwann, ne? Und ja, dementsprechend bin ich da halt vorsichtig und das kommt auch alles raus. Ich meine, die Dielen, die sind am Ende mit Nut und Feder und die sind auch so dick, 35 mm, also die sind so dick, dass da eigentlich die sich nicht bewegen und dadurch irgendwie eine Pumpwirkung oder so entsteht, dass es da durch die Ritzen den Staub hochdrückt. Aber trotzdem, Vorsicht ist besser als Nachsicht und deswegen mache ich das alles ordentlich sauber darunter, dass das verschwindet. Und ich denke, dass der bisschen Sand, der da unten drinnen liegt, dass der eigentlich harmlos ist. Ich mache jetzt hier die Balken von oben ein bisschen Rehne, weil da überall noch diese Ausgleichshölzer drauf sind. Und die sind natürlich jetzt nicht mehr so ganz aktuell, weil die ganze Bude ist im Laufe der Jahrhunderte auf der Seite hier ein bisschen abgesackt, weil da ja mal das Umgebinde drunter stand, wo die Bohlenstube sich jetzt noch befindet. Und das ist so ein bisschen, naja, der Standard. Daran sieht man auch oftmals, dass da mal ein Umgebinde war, weil an der Stelle dann das Fachwerk abgesackt ist, ne? Weil die Pfeiler von dem Umgebinde, die faulen unten weg und dann sackt der ganze Rest oben drüber nach. Und dementsprechend hat diese Decke hier an der Stelle, ich glaube, auch so 7-8 cm Höhenunterschied von links nach rechts. Ist natürlich ein bisschen unangenehm und das wollen wir auch eigentlich mal noch beheben. Wichtig bei solchen Tätigkeiten ist das passende Schuhwerk, damit man auch gefühlsecht mitbekommt, wenn man in einen Nagel tritt. Ich sage euch eins, meine Crocs, die kann mir hier auf der Baustelle niemand madig reden. Na klar, wenn da was drauf fällt, dann ist das auch gefühlt echt und das ist dann wahrscheinlich sehr unangenehm. Aber es ist total herrlich. Die sind sowas von leicht, die Dinger. Und gerade wenn die Beine wieder besonders schwer sind, herrlich. Drei Bretter übereinander. Da weißt du, wie es so durchhängt. Heilige Strohsack, ey. Also. Ihr seht es vielleicht irgendwo im Hintergrund, dass hier so ein bisschen ein grüner Streifen an der Wand ist. Ich habe hier ein Lasermessgerät schon mal stehen. Boah, ist hier ein Dreck in der Luft. Ja, man sieht es auch an mir, sehe ich gerade. Ich habe hier gerade mal die Höhen ein bisschen genommen. Und das wird ziemlich anstrengend, das hier gerade zu bekommen, den Boden. Ich habe von hier bis darüber 10 cm Höhenunterschied. Ja, mal gucken, wie ich das irgendwie so halbwegs ausgebügelt kriege, dass es am Ende vernünftig aussieht, aber ich glaube, in das Bad rein wird es wohl eine kleine Stufe geben müssen. Schauen wir mal, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, nicht mehr heute. Vor einigen Videos gab es ja mal ein paar Kommentare,
denen Steffi vehement widersprochen hat, und zwar, dass ich ein Ordnungsfanatiker bin. Ja, ihr seht ja wieder, wie ich wunderschön Ordnung mache. Also das ist schon mir definitiv meistens ein Anliegen, aber auch manchmal lebe ich nach der Philosophie, das Genie beherrscht das Chaos. Ihr seht ja auch ab und zu unten meine Werkbank. Ich bin damit ja auch nicht ganz zufrieden, dass die aussieht, wie sie aussieht. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich einfach keinen vernünftigen Ablageort für alles habe. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, irgendwann in ein paar Jahren spätestens gibt es mal ein schönes Video, wie ich die Werkstatt einräume und wieder alles seinen Platz findet. Also, ihr könnt mich ja für komisch halten, dass ich hier diese tollen Nägel als Anlass genommen habe, diese ganzen alten Latten zu spalten. Aber als ich das gemacht habe, ist mir mal wieder aufgefallen, das Zeug ist das perfekte Anzündholz. Ich meine, das ist 200 Jahre abgelagert. Viel trockener wird es nicht werden. Ja, ich habe davon schon einiges verwendet, um den Ofen anzuschmeißen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es wirklich tadellos funktioniert. Und als ich jetzt wieder ein paar schöne Stücke davon hatte, naja, bei der Mission hier die Nägel rauszuholen, dachte ich mir, ja meine Güte, das wäre doch ein bisschen Verschwendung, das Zeug jetzt in der Feuertonne zu stecken, dann machst du es einfach klein und naja, der nächste Winter kommt bestimmt. Und ganz außerdem, guckt es euch an, eine ganze Handvoll schöne Schmiedenägel mit Spitzen komplett. Die sollst du erstmal rauskriegen, so. Dieser Kübel, das ist alles eingetrocknetes Gelumpe von draußen, quasi Lehmklebe und Armierungsmörtel, der mir verreckt ist, weil diese Folientüte, die da drüber war, kaputt gegangen ist. Ja, und das Zeug ist jetzt wirklich Knüppelharte. Da ich aber überhaupt kein Interesse habe, jetzt hier, keine Ahnung, 5-6 Säcke von dem Gelumpe nochmal neu zu kaufen, habe ich das jetzt hier in den Eimer reingekloppt, ein bisschen klein gemacht, noch ein bisschen was Krümeliges oben drüber, und ja, das werde ich jetzt mal eine Runde rühren und dann mal hoffen, dass das wieder alles weich wird. Ich denke, es ist recht gut ersichtlich, dass da ein Problem besteht. Und zusätzlich haben wir noch das Problem, dass wahrscheinlich die Zellulose, die da in diesem Klebemörtel drin ist, verreckt ist, beziehungsweise jetzt eh mal fest geworden ist. Und die wird dann mit Sicherheit, wenn ich die jetzt einweiche, nicht wieder ordentlich fest werden. Also ich glaube nicht daran. Deswegen mache ich hier noch ein bisschen was von dem Zeug mit rein. So ungefähr einen Esslöffel, mache ich jetzt hier mal freie Schnauze. Keine Ahnung, wie viel da was bringt, aber ich schätze mal sowas in der Gegend. Das wird auf jeden Fall nochmal der Festigkeit ein bisschen zuträglich sein. Aber vor allem beruhigt es mein Gewissen. Noch ein bisschen Brühe drauf. Dann rühren wir nochmal eine Runde. Da muss das eh eine halbe Stunde stehen. Der Lehmklebe und der Mirrmittel muss eine halbe Stunde stehen. Und genauso das Tapetenkleistergelumpe. Von daher, ich denke, es wird ausreichen, um damit noch ein bisschen die Unebenheiten neben den Fenstern auszugleichen. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen fester, wenn das dann hier die Klumpen aufgelöst hat. Ansonsten ist mir das definitiv zu dünn für diese Ecke, wo ich das nutzen möchte. Ich bin ja gespannt. Na, der Großteil ist doch in Ordnung. Blöde Klumpen. Reicht mir so. Ich denke, falls dieser ehemals verreckte Lehmklebemörtel jetzt nicht mehr hundertprozentig seine Festigkeit erreicht, ist das auch nicht so schlimm, weil das sowieso bloß die Lage unten drunter ist, also zwischen dem guten Lehmklebemörtel und dem Lehm, der da an der Wand ist. Und ja, wenn er so eine Art Übergangsfestigkeit hat, ist mir das doch wurscht. Am Ende klebt das alles an der Wand. Ja, hier seht ihr jetzt im Schnelldurchlauf, wie ich mir die ganzen Platten zurechtschneide, die
oberhalb sitzen. Also die sitzen alle oben am Fenster, ganz einfach. Und die sind eigentlich alle gleich breit. Ist ja logisch, weil die Fenster gleich breit sind. Ich musste nur die ganzen Tiefen ein bisschen ausmessen, weil das variiert so, naja, 1 bis 2 Zentimeter im Groben und Ganzen. Also meistens sind es oben irgendwas um die 25 bis 27 Zentimeter. Manchmal ist es auch ein bisschen schräg. Das kann ich nicht ändern. Das liegt daran, dass die Wand ein bisschen schräg ist. Hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achten können, dass das wirklich alles 100% gerade ist. Aber ach, ganz ehrlich, es ist eine alte Bude. Da kann auch mal was schief sein. Was soll's. Geht der Welt nicht unter. Ich hatte mir überlegt, um das ein bisschen effizienter zu gestalten, mache ich erstmal die ganzen Teile oben, weil ich da den Laser nicht andauernd umbauen muss. Ansonsten hätte ich den andauernd von dem kleinen Stativ aufs große Stativ umschrauben müssen. Und so habe ich immer das auf diesen langen Stangen gehabt und konnte das da gleich mit EMA durchmessen alles. Könnte sie ziemlich gleichmäßig aus. Naja, gut. Dann machen wir das so fest. Das sieht hier ein bisschen skurril aus, weil da brauche ich wirklich jeden Millimeter. Naja, sieht nicht ganz verkehrt aus. Ich renne viel, ich habe das jetzt bis vorne hin voll gemacht. Muss ich doch gar nicht, hier ist ja gar keine. Da klebt ja irgendwo was. Die Seite hier müsste höher, damit ich gehe jetzt hier hoch und bleib gefälligst da. Ja, so bleibt's. Ich hatte das ja alles hier mit dem Laser ausgemessen. Hier sieht man es ganz gut. Und auf der Seite da drüben habe ich aber irgendwie verpeilt, den umzuparken. Und deswegen hat es mir die Hälfte des Lasers verdeckt durch den Balken, der da als Trennwand fungiert. Naja, deswegen habe ich das fix mit der Wasserware gemacht, weil ich dachte, ich muss mich ein bisschen beeilen, bevor der ganze Lehmkrempel feste wird. Wo ist denn der blöde Holzhammer schon wieder? Hier liegt fast nichts rum und ich finde diesen Holzhammer nicht. Das da drüben. Na klar, ich hab's da auch schon dran. Juhu, würde ich sagen. Jetzt habe ich endlich die ganzen Platten, die da oben an die Fenster rankommen, oder beziehungsweise an den Fensterrahmen. Die habe ich jetzt erstmal alle drinnen, bis auf das Fenster da drüben. Aber das kommt, wie gesagt, später. Drei Kreuze. Weil das war ziemlich nervtötend, hier das halbwegs gerade alles hinzubekommen. Die Seiten werden, denke ich, ein bisschen leichter. Und jetzt kommen wir zum zweiten Grund, weshalb ich erstmal die ganzen Platten oben gemacht habe. Zum einen ja wegen des Lasers, dass ich den nicht andauernd umbauen muss. Und zum zweiten hatte ich jetzt die Möglichkeit, mir die ganzen Platten, die an der Seite hinkommen, die alle komplett mit einmal auszumessen und die dementsprechend auch alle mit einmal komplett fertig zu schneiden. Und dann kann ich die natürlich auch alle der Reihe nach gleich anbauen und muss nicht immer hin und her das ganze Werkzeug hin und her schleppen und all den Krempel. Es ist auf jeden Fall wesentlich effizienter, wenn man das irgendwie versucht, so ein bisschen ja, alles vorzubereiten und dann immer die gleiche Tätigkeit der Reihe nach zu machen. Also ist zumindest so mein Eindruck. Und vor allem muss ich dann nicht in einer Tour die Maske auf- und absetzen. Das ist ja auch noch so ein Thema, ne? Wenn ich jetzt hier zwei Platten schneide,
mache die dann voll mit Lehm, baue die drüben an, dann setze ich natürlich zwischendurch die Maske ab, aber ich kann drüben in den Raum nicht reinlatschen, ohne da wieder irgendwelchen Dreck zu schnüffeln. Und so habe ich den Dreck immer geballt, komplett, und das setzt sich in einer halben Stunde wieder ab am Boden und ich kann hier gemütlich hin und her rennen, kann mir die Platten holen, wie ich sie brauche und kann sie auch hier in dem Raum mit Lehm vollschmieren, ohne dass ich irgendeinen Dreck wieder schnüffeln muss. Also ich bin da ja, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig und auch ein bisschen empfindlich in dem Bezug. Und deswegen ist das für mich ja die sinnvollste Lösung gewesen. Ich denke, es ist auch vom zeitlichen Ablauf her total sinnhaft. Ihr seht, ich habe die schön markiert, wo oben und unten ist. Die Standard-Schnittkanten, die sind natürlich ein bisschen feiner als das, was ich jetzt hier mit der Tischkreissäge so fix mache. Und die habe ich natürlich so genommen, dass die zum Fenster hingehen, dass die wirklich richtig, richtig schön glatt am Fenster anliegen. Und auch die Platten selber sind natürlich so von der Größe her gewählt und gekauft worden, dass die eigentlich fast ohne Verschnitt perfekt dafür zu nutzen sind. Also, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber das Zeug hier, wenn man es nass macht, das riecht wie... ein bisschen wie Kaffee. Also, es macht auf jeden Fall Lust, mal einen Kaffee zu trinken, weil es riecht gar nicht mal so schlecht. Total schräg. Verdammt, keine Hand. Mir ist immer noch seltsam, dass ich mit rechts das Ding benutzen muss. Aber ich habe auch keine Lust, mir ins vierte linke Hand zu besorgen. Wenn ich ganz ehrlich bin, riechen die Platten eigentlich eher wie Kaffeesatz. Also ja, wie die Kaffeefilter halt. Die haben ja dieselbe Farbe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die hier irgendwie Kaffeefilter recycelt haben und zu solchen Platten verarbeitet haben. Also wenn man die nass macht, es riecht ziemlich unverkennbar. Total schräge Sache. Ihr habt da jetzt den Auftrag mit der Zahnkelle gesehen. Mittlerweile gelingt mir das ziemlich gleichmäßig, auch wenn es eigentlich die falsche Hand ist, für meine Begriffe zumindest. Ich nutze da jetzt eine 5mm Zahntraufe. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Eine grobere wäre mir, glaube ich, zu viel Material da unten drunter. Und ja, wenn das Zeug so ein bisschen schön dünnflüssig ist, dann macht sich das ziemlich gut. Nur wie gesagt, an der Decke funktioniert es null. Da fällt es einfach ab. Aber hier passt. Lässt sich ganz gut verarbeiten, auch wenn es klebt wie ja, sehr flüssiger Kaugummi. Ja, ist schon fast abgestürzt, wie praktisch. Besser wird's nicht. Sorry. Da ist nichts drunter an der Stelle. Na, das ging doch fix. Schöne glatte Kante hier. Perfekt. So sieht's ganz gut aus. Ziemlich gleichmäßig. Ich werde nicht sagen, aber ich bin schon fertig. Na klar, das ist ja auch Beschiss da drüben mit dem einen Ding. Auch schon fertig. Das ging ruckzuck. Feine Sache. Also man kann ja sagen, was man will, aber es macht einen riesengroßen Unterschied meiner Meinung nach, ob die Seiten um die Fenster ringsherum schön glatt sind oder noch so im Rohbauzustand. Es sieht irgendwie insgesamt gesehen alles gleich viel angenehmer aus. So ein bisschen schön glatt, fetzt. Gefällt mir sehr.
Da kommt jetzt halt, wie gesagt, nochmal eine Lage Armierungsmörtel drüber und dann noch ganz dünnen Lehm, Feinputz und dann passt das. Dann hat sich das schon erledigt. Und dann, wenn dann am Ende noch die Rahmen ringsrum sind, dann sieht es sogar richtig ordentlich aus. Ach ja, Fensterbänke darf ich nicht vergessen. Juhu! Das war erstmal das letzte Fenster bis hierher. Zwei Stück habe ich noch, einmal Treppe, einmal drüben das kleine Zimmerchen. Aber da liegen die ganzen Platten im Weg, die muss ich erstmal noch wegräumen. Da muss ich auch noch zwei Steckdosen hinmachen und wie ich bei der Treppe hinkomme, das weiß ich auch nicht so richtig. Ja, die wollte ich eigentlich ein bisschen nach hinten raus verschieben, aber jetzt habe ich mir überlegt, ja, was bringt es denn, dann mache ich es in ein, zwei Wochen, also mal gucken. Ich werde das demnächst ja bitte mit freiräumen und dann mache ich das auch gleich noch mit. Dann habe ich erstmal den ganzen Krempel mit den Holzweichfaserplatten abgehakt, weil dann habe ich den ganzen Schnulli hier, den kann ich dann erstmal in der Feuertonne verschwinden lassen, das ist eh bloß Holz, ne? Und dann ist er erstmal hier sauber, dann habe ich nicht mehr dieses Zeug hier rumliegen und rumfliegen vor allem. Ja, irgendwie werde ich das mal demnächst mitmachen, aber jetzt werde ich trotzdem erstmal noch was anderes machen. Muss ich aber mal wieder Abwechslung reinkommen, das spart wahnsinnig. Hallo Jens, du alter Fensterbauer. Du musst jetzt an der Stelle sehr stark sein. Ich weiß, du guckst die Videos, aber wir haben ja letztens vor ein paar Wochen, man sieht es ein bisschen, die sind schon eingewachsen, ein paar Fenster günstig ergattern können und die sollen dann mal irgendwann in den Ziegenstall reinkommen. Also an der Stelle kommen wir auf jeden Fall nicht zusammen. Ich will die jetzt mal noch ein bisschen sauber machen, vor allem das ganze Bauschaumgedöns ein bisschen abmachen und die Silikonreste und dann werden die drinnen vernünftig eingelagert. Ja, das ist jetzt der Plan. Auf geht's. Ja, die Fenster, die sind so ein klassischer Fall von das mache ich mal bei Gelegenheit. Das Problem an der Sache ist nur, wenn man grundsätzlich immer was hat, was man machen kann bzw. machen muss, dann gibt es einfach keine Gelegenheit. Man muss die sich einfach nehmen. Ja, und deswegen standen die Dinger jetzt hier bestimmt 3 Wochen draußen rum. Ja, vielleicht waren es auch 4, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schon ganz gut eingewachsen unten rum. Und es ging mir schon selbst ziemlich auf den Zeiger. Aber das andere Gelumpe dort oben hat nun mal ein bisschen Vorrang, das muss man jetzt mal ehrlich zugeben. Deswegen schiebt man halt manche Sachen halt immer mal auf die lange Bank. Ja, also dass da jetzt wirklich schon wieder ein Ameisenhaufen eingezogen ist in den Fensterrahmen, das fand ich jetzt ein bisschen frech. Ihr seht, das Format ist eigentlich ganz hübsch. Die sind ein bisschen höher als sie breit sind, das finde ich so in Ordnung. Mal gucken, ob ich dann irgendwann, wenn wir den Ziegenstall machen, so viel Langeweile habe, dass ich da vielleicht noch ein paar Sprossen drauf klebe oder so. Ah, vielleicht lasse ich es auch. Kommt drauf an, wie viel Zeitdruck wir haben. Dementsprechend kann man so abtransportieren. Der Bauschaum wird ja so ein bisschen dunkler, wenn der UV-Strahlung ausgesetzt ist und dann bröckelt er auch so langsam vor sich hin und verteilt sich überall und das kann ich natürlich überhaupt nicht ausstehen. Aber die Fenster, die standen auch da, wo wir sie geholt haben, schon eine ganze Weile draußen rum, beziehungsweise unter einem Dach, aber haben ordentlich Sonnenstrahlung abbekommen und deswegen ist der ganze Bauschaum schon so dunkel. Und das ist jetzt nicht nur bei uns so geworden. Also mir persönlich geht das natürlich immer sehr auf den Zeiger, wenn sich das Zeug überall verteilt. Deswegen versuche ich das auch alles piekfein hier zu entfernen. Und mir ist doch eigentlich nicht wirklich was runtergekrümelt. Da habe ich schon wirklich Acht drauf gegeben. Und ja, ich denke mal, dass da jetzt in dem Zeitraum, in dem das hier draußen rumstand, auch nicht wirklich was runtergekrümelt ist. Nichtsdestotrotz, es wird jetzt wirklich langsam mal Zeit, dass das Zeug dort verschwindet. Es sieht ja auch nicht gerade schön aus. Und irgendwie freut man sich ja doch, wenn ein bisschen Ordnung ist. Der Grund, weshalb jetzt doch mal etwas Zeit investiert wurde, den ganzen Krempel dann noch zu beräumen, war tatsächlich, dass wir mal wieder Campergäste da hatten. Das ist ein bisschen abgeflaut in den letzten 2 Jahren vor allem. Aber zu Corona-Zeiten hatten wir ja ziemlich viele Campergäste da. Da war ja fast jedes Wochenende jemand da, einfach nur aufgrund dessen, dass die Hotels damals alle geschlossen hatten und die Leute natürlich trotzdem irgendwie raus wollten. Und da haben sich wahrscheinlich auch einige so den lang gehegten Traum des eigenen Campers erfüllt und da sind da ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Und keine Ahnung, ob die das jetzt alle schon wieder überhaben. Unser Plan steht auf jeden Fall immer noch, dass wir uns irgendwann mal noch so einen Camper zulegen oder unseren Ducato umbauen, je nachdem. Wobei die Kiste, die ist, naja, zwar riesig, aber man merkt definitiv, dass das nicht gerade die hochwertigste Technik ist. Jo, und als ich dann die ganzen Fenster da unten weg hatte, ist natürlich auch noch das Augenmerk auf diesen Haufen gefallen, der da jetzt auch schon einige Monate rumliegt. Ihr könnt euch bestimmt entsinnen, ich habe ja mal irgendwann
von meinem Schwiegervater, also Steffis Vater, diese Robinienhölzer geholt und dann im Bus drinne alle gespalten. Ja, das sollen ja mal irgendwann so Zaunpfähle werden für Weidezaun, also stromführend. Und wo genau die hinkommen, wissen wir noch nicht, aber wird sich bestimmt mal irgendwann was ergeben. Und bis dahin fressen die ja kein Brot und liegen da rum und trocknen ein bisschen. Die anderen Pfähle hatte ich ja alle entrindet. Das ist aber eine ziemliche Plackerei gewesen, weil ich das mit einem großen Hammer oder mit der Axt abgeschlagen habe, das Zeug. Das rutscht dann halt irgendwann vom Stamm runter und dann kannst du es ganz gut entfernen. Ja, aber da hatte ich dann auch keine Zeit mehr für, weil ganz ehrlich, es ist nicht unbedingt eine vorrangige Tätigkeit. Naja, und dementsprechend lag das Zeug jetzt halt die ganze Zeit da rum und wuchs auch langsam ein bisschen mit Brennnesseln ein. Und das sieht natürlich alles nicht schön aus. Und deswegen wurde auch das mal jetzt noch beräumt. Und dort oben auf der Ecke, da hatte ich jetzt mal noch ein freies Plätzchen gefunden, wo ich mal noch eine Palette auf ein paar Steine legen kann. Und habe das ganze Zeug dann da einfach geschmeidig drauf gestapelt. Sieht ein bisschen wild aus, aber eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. Positiver Nebeneffekt von solchen skurrilen Stapelhaufen ist natürlich, dass da wahrscheinlich wieder das ein oder andere Tierchen sich da unten drunter einnisten wird. Also ich denke mal, wenn ich Igel wäre und da ein paar Blätter unten hinfliegen, dann wäre das nicht der schlechteste Ort, um zu überwintern. Und ja, auch Hummeln und sowas, die bauen ja gerne mal Nester unter solchen Zeug. Von daher denke ich, das passt schon so. So, das war's. Da ist der ganze Krempel jetzt erstmal endlich, nach ein paar Monaten, umverlagert. So, jetzt sind sie wieder schön schwarz. Eine niedrige Frustrationstoleranz. Ja. Lassen. Ja, Walter wird es schon gleich runternehmen. Jetzt hat er es. Die fiese Schlange. Das Schwein hat festgestellt, das Seil ist pflanzlichen Ursprungs, also muss es essbar sein. Ich fasse es nicht. Genau so.
gehen spazieren mit meinem Schrein. Das Schwein ist quasi seilführig. Dass wir nur drauf rumkommen. Das ist ein Spiel. Guck mal, es ist so reizweiß. Wir haben einen Kumpel, den haben wir die Woche im Krankenhaus besucht. Der ist nur unwesentlich älter als ich und hat Krebs. Wurde jetzt operiert und wird jetzt gerade bestrahlt. Der schaut auch immer die Videos hier ganz fleißig. An der Stelle natürlich ganz liebe Grüße und nochmal gute Besserung von uns. Jedenfalls hat er sich gewünscht gehabt, dass doch die Videos wieder mal ein bisschen mehr Tiere mit beinhalten. Und ja, deswegen ist das jetzt gerade mal ein bisschen länger hier der Teil. Das ist nur für dich, mein Guter. Ja, wir drücken dir wie gesagt weiterhin alle Daumen. Und du schaffst das. Ansonsten, ihr seht jetzt hier, wir haben noch ein paar mehr Lämmer bekommen. Das sind jetzt mittlerweile 6 an der Zahl. Sind alle fröhlich und munter und hüpfen wir schon durch die Gegend. So, viel mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, wenn ihr euch animiert fühlt, unserem Kumpel da gute Besserung zu wünschen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, er schaut ja die Videos auch und ich denke, ist vielleicht ein bisschen aufbauend. Vielleicht freut er sich drüber. Und das war's schon wieder für heute. Wir wünschen euch eine tolle neue Woche, ein schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!